Die Inflation in den USA steigt weiter. Wir sind inzwischen bei 5,0%. Jetzt gibt es die einen, die sagen, das vergeht wieder. Es gibt jetzt aber auch eine Analystenstudie und die besagt, das vergeht keineswegs wieder. Der Inflationsdruck steigt und für die Märkte ist es eine tickende Zeitbombe. Darum geht es heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Ich bin total sauer auf die Aktie von Plug Power. Ich werde sie erst wieder lieben bei einem KGV von 7. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Das war ein Gedicht von unserem Zuschauer Erich Räder. Ich habe im letzten Video aufgerufen zum großen Börsengedicht Poetry Slam. Und das ist eins der vielen, vielen Meisterwerke, die daraufhin von Ihnen gekommen sind und unten reingeschrieben worden sind. Ich bin begeistert, ich bin überwältigt. Ich würde Sie auch alle am liebsten gleich vorschlagen für den Büchnerpreis, wenn ich nicht wüsste, dass es leider wahrscheinlich so ist, dass man uns da nicht für voll nimmt besonders. Weil hohe Kunst und Literatur auf der einen Seite und auf der anderen Seite die schnöde Welt der Finanzmärkte. Das ist was, das geht bei uns nicht zusammen. Dabei wissen wir alle, dass die Geldanlage und die Beschäftigung mit der Börse geistig mindestens genauso anspruchsvoll ist wie die Beschäftigung mit Lyrik zum Beispiel, die ja oft auch gar nicht so anspruchsvoll ist, wie sie von sich glaubt. Die Märkte sind immer wieder eine Herausforderung, das werden wir auch heute wieder sehen. Und ich werde nachher dann natürlich noch mehr Gedichte von Ihnen hier bringen, aber erst zum Schluss von dem Video, weil sonst denken die, die den Kanal zum ersten Mal sehen, sie sind hier noch im völlig falschen Film. Okay, letzte Woche in den USA, die lang erwarteten Inflationsdaten für den Monat Mai. Ich habe vor 3 Wochen ja schon gesagt, die Inflation kann für Anleger das absolut entscheidende Thema werden in den nächsten Monaten und Jahren. Und dabei ist es völlig egal, auch ob Sie jetzt in Aktien investieren oder in Bonds oder in Rohstoffe oder Gold. Und Sie wissen ja, wir haben stark steigende Inflationserwartungen gehabt in den letzten Monaten. Im April ist auch die Verbraucherpreisinflation in den USA schon um 4,2% gestiegen und jetzt im Mai war sie dann sogar bei 5,0%. Auch dieser Wert höher als erwartet und zugleich auch die höchste Inflation seit 1992, also seit fast 30 Jahren. Interessant war aber auch die Marktreaktion. Also im Vorfeld hat es Zurückhaltung gegeben, man hat schon ein bisschen Bammel gehabt vor den Daten. Aber als die dann raus waren, da ist der S&P 500 Index nochmal leicht gestiegen auf ein neues Rekordhoch. Und der Nasdaq Index, der ja eigentlich zinssensitiv ist mit seinen ganzen Technologiewerten, der ist sogar noch ein bisschen stärker gestiegen, unmittelbar nach den Daten an dem Tag um 0,8%. Diese Reaktion des Marktes, das hat viele überrascht und sie lässt sich auch nur so erklären, dass entweder sind die Anleger völlig berauscht von dem Wachstum, das wir gerade haben, von der Erholung, von den Stimuli, von dem billigen Geld, sodass die Inflation ihnen komplett egal ist, oder aber sie nehmen diesen Inflationsanstieg nicht im geringsten ernst. Weil sie nämlich das denken, was die Fed auch immer wieder sagt, nämlich, ja, kann sein, dass ein Inflationsschub kommt, aber wenn, dann wird es in jedem Fall vorübergehend sein. Und dafür, dass die Marktteilnehmer genau das denken, dafür spricht einiges. Wir haben ja nicht nur den Aktienmarkt, wir haben ja auch eine sehr interessante Entwicklung am Bondmarkt. Das sind die Renditen auf 10-jährige US-Staatsanleihen, der 6-Monats-Chart. Die Zinsen sind erst stark gestiegen, also fast wieder auf 1,8%, aber nur bis Ende März. Dann war Schluss. Sie gehen jetzt sogar wieder runter. Sie sind inzwischen sogar wieder auf einem 3-Monats-Tief von unter 1,5%, obwohl ja im April und im Mai die Inflation deutlich gestiegen ist.
Das hat natürlich was zu tun mit der Notenbank. Die kauft ja Staatsanleihen, die drückt damit eben auch die Zinsen. Das ist aber nicht der einzige Grund. Hier haben wir nämlich die Zinsen nochmal im Langfristchart. Und da kann ich nur wieder daran erinnern, auch von 2009 bis 2016 war ja der amerikanische Leitzins bei 0 bis 0,25%. Und trotzdem haben wir bei 10-jährigen Staatsanleihen damals Zinsen gehabt zwischen 2 und 3% und in den ersten Jahren sogar knapp 4%. Das ist also nicht so wie bei uns in der Eurozone. Und hier haben wir den 6-Monats-Chart von Gold. Gold hat sich wieder erholt im April und im Mai. Aber gerade eben auch da, gerade jetzt die letzten Wochen, wo ja die Inflation wirklich gestiegen ist, wo sich das gezeigt hat, da hat Gold auch nicht mehr profitiert. Und wir haben ja nicht nur den Inflationsschub, sondern wir haben ja, wie wir auch gesehen haben, zusätzlich noch fallende Zinsen. Und der Abstand zwischen Inflation und Marktzinsen geht ja immer weiter auseinander. Das heißt, die Realzinsen gehen immer stärker ins Negative. Trotzdem profitiert Gold nicht mehr. Und das zusammengenommen, da muss man wirklich davon ausgehen, jetzt die Marktteilnehmer sind felsenfest davon überzeugt, dass sie diesen Inflationsanstieg, den wir gerade haben, nicht ernst nehmen müssen. Sie haben eins zu eins die Argumentation von der Fed übernommen, dass dieser Inflationsschub wieder verschwindet. Anders ist das alles nicht erklärbar. Und ich habe es neulich schon gesagt, diese Meinung, diese Überzeugung, die ist, ja Gott, legitim auch. Die Inflation, die wir jetzt haben, die überrascht ja auch nicht wirklich. Das sind Basiseffekte. Wir waren vor einem Jahr mitten im Corona-Schock. Natürlich haben sich viele Preise im Vergleich dazu wieder erholt. Und ob es jetzt noch zusätzlich extra Inflationsdruck gibt, also nachhaltigen Inflationsdruck über diese Basiseffekte hinaus, das können wir im Moment nicht sagen. Wir wissen es schlicht und einfach nicht. Nur, wenn da gerade wirklich nachhaltig Inflationsdruck sich aufbaut, dann ist es definitiv so, dass die Märkte das überhaupt nicht auf dem Schirm haben und dass sie davon komplett auf dem falschen Fuß erwischt werden. Und es gibt eine Analystenstudie, die geht genau davon aus. Ist veröffentlicht worden vor ein paar Tagen von David Volkers Landau. Der ist immerhin der Chefsvolkswirt der Deutschen Bank und das schon seit einiger Zeit. Ist angeblich auch einer von den 500 reichsten Deutschen. Das habe ich nicht nachgeprüft. Und dankenswerterweise nehmen er und die Deutsche Bank jetzt mal klar eine Gegenposition ein zu der allgemein vorherrschenden Meinung. Sie sagen nämlich, es gibt ganz eindeutig eine Inflationsgefahr. Die baut sich gerade auf. Die kann zu wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen führen, die erheblich sind auch. Und für die Märkte sei sie nichts weniger als eine tickende Zeitbombe. Die Studie ist auch zugänglich. Ich stelle Ihnen den Link auf die Studie hier auch nochmal unter dem Beitrag. Warum droht Inflation? Warum ist es diesmal anders als nach der Finanzkrise 2008 zum Beispiel? Die Geldpolitik spielt natürlich eine Rolle. Es kommt aber noch was dazu, nämlich die koordinierte Aktion der Notenbanken und der Staaten. Die legen ja gerade große schuldenfinanzierte Programme auf, damit eben auch sehr viel Geld sehr schnell in den Markt kommt. Und dadurch haben wir insgesamt Stimuli, die das Ausmaß von dem, was nach der Finanzkrise 2008 war, weit übertreffen. Wir haben hier eine Grafik aus dieser Studie und die Kurve zeigt an, was da gerade in den USA ins System fließt. Wenn man die staatliche Neuverschuldung zusammenrechnet mit der Ausweitung der Notenbankenbilanz, also die Summe, für die die Notenbank am Markt zusätzlich Vermögenswerte einkauft. Und das Ganze dann in Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Wir sehen sofort, wenn wir das anschauen, mit dem, was nach 2008 mobilisiert worden ist, damit kann man das gar nicht mehr vergleichen. Die Stimuli für 2020 laut Deutscher Bank waren bei 30% vom Bruttoinlandsprodukt. Und die Prognose für 2021, das sind nochmal zusätzlich 20% vom Bruttoinlandsprodukt.
Womit man das vergleichen könnte, das ist die Zeit im Zweiten Weltkrieg. Also auch da gab es eine immense Stimulation durch Neuverschuldung. Das ist vor allem in den Rüstungsbereich geflossen. Aber das hatte dann eben auch Folgen damals. 1946 war die US-Inflation bei 8,4%, 1947 bei 14,6%, 1948 immer noch bei 7,7%. Es kommt aber noch was dazu. In der Krise 2008, da ist das verfügbare Einkommen der Bevölkerung geschrumpft. Diesmal war das nicht so. Die Stimuli waren so groß, dass das durchschnittlich verfügbare Einkommen in der Krise sogar noch gestiegen ist. Also auch aus der Binnenwirtschaft fließt jetzt nicht weniger Geld in den Kreislauf, was man dann ja ausgleichen sollte, sondern mehr Geld. Nur bis jetzt ist es wohl noch nicht so geflossen, weil es die Leute im Lockdown nicht richtig ausgeben konnten. Dadurch ist die durchschnittliche Sparrate deutlich gestiegen. Wir haben hier und jetzt also aufgeschobenen Konsum, der sich demnächst entladen dürfte und damit zu einem Zeitpunkt, zu dem sich die Wirtschaft ja sowieso schon wieder erholt und zu dem die Preise ja auch sowieso schon wieder steigen. Und dieser Boom und zusätzliche Schub, der wird laut Deutscher Bank dann das Geldmengenwachstum anschieben. Es wird eine Überhitzung geben und es wird einen stark wachsenden Preisdruck geben, wahrscheinlich ab 2023. Und was auch sehr gefährlich ist, die Politik der Notenbanken und der Staaten, die hat sich eben auch klar verändert jetzt in der Krise. Inflationsbekämpfung und Schuldenbegrenzung, das hat keine Priorität mehr. Das würde jetzt die Meinung vorherrschen, dass das eben nun mal der Preis sei, den man zahlen müsse, gerade für die sozialen und politischen Ziele, die man hat. Und gerade dadurch steige dann eben auch die Gefahr, dass man, wenn die Inflation dann mal da ist, viel zu spät darauf reagiert und dass man dann aber sehr heftig darauf reagieren muss und das eigentlich gar nicht mehr so richtig kann, ohne dass man die Wirtschaft und die Märkte damit einem starken Stress und einem starken Druck aussetzt mit den entsprechenden Folgen. Und die Gefahr, dass es genauso kommt, die sei in den letzten 50 Jahren noch nie so hoch gewesen wie jetzt. In der Studie steht noch einiges mehr. Und wenn Ihnen das ein bisschen bekannt vorkommt, dann erinnere ich Sie gern an meine Videos vom 28. Dezember, vom 8. März, vom 12. April und vom 24. Mai. Und es freut mich sehr, dass die Deutsche Bank jetzt endlich so klug ist und so einsichtig und meine Argumentation in Teilen aufgegriffen hat. Aber Spaß beiseite. Das, was wir gerade gehört haben, das sind sehr gute, sehr plausible Argumente, würde ich sagen, von einem renommierten Institut. Ich will aber trotzdem nochmal hier sagen, dass die Situation im Moment offen ist. Ich weiß, vielen Zuschauern geht es so, die fühlen sich viel wohler, wenn sie hier eine ganz klare Ansage bekommen, vor allem wenn es das ist, was sie sowieso schon glauben. Inflation 1000% nächstes Jahr, ganz klarer Fall und so weiter. Aber was soll ich Ihnen erzählen hier, wenn ich selbst nicht weiß? Gebe ich es lieber zu. Und einer der größten Fehler meiner Meinung nach, die viele Anleger sowieso machen, das ist der, dass sie denken, es würde reichen, wenn man sich einmal eine feste Überzeugung gebildet hat und die dann nie wieder überprüft. Und genau das müssen wir aber tun die nächsten Monate. Wenn die Lage jetzt schon völlig klar wäre, dann wären auch die Märkte ganz woanders und Sie hätten kaum eine Chance, von dieser Situation dann wieder zu profitieren. Eins wissen wir momentan meiner Meinung nach, das ist ziemlich sicher, die Märkte nehmen die Inflation zurzeit nicht ernst, sie nehmen sie auch viel weniger ernst, als sie das noch vor 2 Monaten gemacht haben. Und allein dadurch, dass wir dieses Gegenszenario momentan überhaupt in Erwägung ziehen, allein dadurch sind wir im Prinzip schon im Vorteil. Wir werden uns aber demnächst auch beschäftigen müssen, wie wir uns als Anleger in so einer Lage verhalten sollten. Es gibt da zwar schon einige Vorschläge von verschiedenen Leuten, also Gold kaufen, Rohstoffe, auch Aktien, also Sachwerte eben, überzeugt mich aber noch nicht so ganz, überzeugt mich nur bedingt.
Damit müssen wir uns auseinandersetzen demnächst mal. Und ich erinnere in dem Zusammenhang auch nochmal dran, dass Sie den Zukunftsmärkte-Kanal, meinen Kanal, ja auch abonnieren können. Dabei dann natürlich auch immer die Glocke drücken. Da haben Sie zusätzlich dann noch den Vorteil, dass Ihnen auch immer gezeigt wird, wenn ein neues Video da ist. Dadurch verpassen Sie hier nichts mehr und Sie unterstützen damit natürlich auch meine Arbeit. Gut. Und damit kommen wir zum heiteren Teil dieses Videos, die wunderbaren Börsengedichte der Zuschauer hier. Ich kann natürlich leider nicht alle wiedergeben. Jetzt gehen Sie einfach noch mal auf das letzte Video von letzter Woche, nur auf die Kommentarspalte, damit Sie die dann alle sehen. Es ist schon sehr schön. Zwei zeige ich aber noch. Das erste von Hans Stein. Wie man sein Depot halbiert, habe ich bei Erichsen kapiert. Verdoppelt man es lieber, sieht man sich bei Heinrich wieder. Sorry Lars, das hier, ich muss es einfach bringen. Dieses Gedicht ist meisterhaft in jeder Hinsicht. Das Versmaß vorbildlich, man beachte auch die Syntax und die Jampen. Also es wäre wirklich schade gewesen, wenn ich es nicht gebracht hätte. Inhaltlich okay, ist ein bisschen ungerecht. Also sein Depot halbieren, das können Sie mit meinen Tipps natürlich auch, wenn Sie wollen. Da müssen Sie nur die richtigen aussuchen oder ja, die falschen eben, wie auch immer. Und abgesehen davon, klar, es ist natürlich im Gegenteil so, dass Lars Erichsen mit seinen Empfehlungen eigentlich sehr erfolgreich ist. Er hat eine sehr gute Historie. Das kann auch jeder sehen. Ich kann deswegen auch nur empfehlen, dass Sie bei den beiden Kanälen, die er hier hat, zwei Kanäle, dass Sie da auch mal reinschauen. Und das zweite Gedicht hier ist das von Muntere Narzisse. Ich kann es nur in Auszügen bringen, es ist ein Werk von echter epischer Breite. Die Autorin oder der Autor möglicherweise auch, die nimmt hier das Geschehen auf dem Zukunftsmärkte-Kanal auf und überträgt das Ganze in ein, ja, vorgeschichtliches oder mittelalterliches Szenario, aber mit Tolkien'scher Sprachgewalt, kann man sagen. Gerhard war auch ein Freund der zarten Kunst. So rief er seine Untertanen zu einem Kreis, verkündete laut, wer kreativ ist, erwirbt meine Gunst und erhält zum Dank einen immensen Preis. Der Anleger war begeistert und erwartete gespannt ein Premium-Abo, Bitcoin oder Unzen aus Silber so rein. Doch König Gerhard überreichte ihm gütig aus seiner Hand den ohnehin kostenlosen Zukunftsreport. Was sollte das sein? Enttäuscht saß der Anleger nach dieser Qual, Tränen in den Augen, erschöpft, den Kopf gesenkt. Doch König Gerhard kam und sprach folgende Moral. Junger Freund, merke dir, an der Börse bekommt man nichts geschenkt. Herrlich! Aber ja, so eine Vorlage kriege ich nie wieder. Also darum sehen Sie es durchaus auch mal positiv, das Ganze, was hier passiert ist. Natürlich kriegt man was geschenkt, nämlich bei uns genau eben diese Zukunftsmärkte-Reports mit Gratis-Analysen, regelmäßig jedes Mal Aktien aus den Emerging Markets und aus dem Rohstoffsektor. Und dafür müssen Sie noch nicht mal dichten. Sie müssen hier auch keine Purzelbäume schlagen und auch sonst nichts, sondern Sie müssen sich nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. www.zukunfts-märkte.de. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Und wir sehen uns wieder nächste Woche. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich ohne Gedichte. Es sei denn, Sie schreiben hier nochmal welche drunter. Ich würde mich darauf freuen. Alles Gute Ihnen. Es war mir eine Freude. Dankeschön fürs Zuschauen und Dankeschön auch fürs Mitmachen. Bis bald.